Alle sind da. Hallo Freunde. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind Packmeister Maxim. Ja, und Packmeisterin Dani. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir haben wirklich die letzten Tage geschuftet, ne? Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass es urplötzlich sehr ruhig war. Bei dir in der Story, bei mir in der Story auch fast nichts. Es hat aber auch einen Grund und wir erzählen euch, warum heute das Epizentrum des Arbeitspensums passiert. Eigentlich ja gestern. Ja, aber heute passieren halt viele Dinge gleichzeitig. Generell diese Woche, nächste Woche. Es wird wild, bleibt dran. Der Zimttölpel. Weihnachten in Gefahr. Der neue Adventskalender des Pelletier Verlags. Ab jetzt zum Vorbestellen verfügbar. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Ja, Freunde, Maxim hat es ja schon angedeutet. Gestern war wild. Gestern, vorgestern und vorvorgestern. Wir haben in Schweißarbeit alle Adventskalender fertiggestellt. Alle, die einen bestellt haben, müssten jetzt eigentlich eine Versandbestätigung erhalten haben. Ansonsten kommt sie spätestens heute Abend. Das war viel. Das war viel. Nicht nur, das hatten wir euch ja schon mal gesagt, dass jeder Adventskalender ja von uns gepackt wird. Das sind ja nicht nur 24 Briefumschläge, die beklebt werden, sondern es sind auch jeweils 24 Briefe, die gefaltet und eingetütet werden müssen. Da muss diese Schutzfolie für den Klebestreifen des Papiers abgezogen werden, da muss das zugeklebt werden, dann müssen die kleinen Klammern gezählt werden, die müssen in ein Säckchen gepackt werden, dann muss das ins Paket, aber das sind schon ungefähr 20 Minuten pro Kalender. Aber dann muss es ja nochmal geöffnet werden, weil dann kommen nochmal Flyer rein, dann kommen vielleicht Bücher. Noch Bücher rein, die mitbestellt wurden. Dann muss das Ganze zugeklebt werden, die Bestellung muss abgeklebt werden. Du hast was vergessen. Was denn? Na, das Buch muss ja noch geprägt werden. Das Buch muss geprägt Jedes werden. Jedes Buch aus dem Pelletier Verlag hat auf der letzten Seite ein Pelletier Verlags Logo eingeprägt. Ja. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie umfangreich so eine Bestellung mit diesem Adventskalender ist. Das stimmt. Und da haben wir die letzten 4 Tage wirklich echt durchgezogen. Das stimmt. Heute wurden die ersten abgeholt. Ich glaube, alle außer vielleicht 10. Doch, die Nachrücker, ja. Genau. Und das war wild. Ja, es war auf jeden Fall wild. Es gibt halt extrem viele extra Schritte. Ihr kennt das, wenn ihr schon mal was bei mir bestellt habt. Es gibt ja immer einen Flyer, dann sind da Postkarten drin. Dann bekommt ihr das Buch, dann habt ihr dort meistens noch ein Lesezeichen drin. Dann habt ihr noch eine Prägung im Buch. Also es ist halt wirklich eine Menge. Und diese ganzen Schritte läppern sich, wenn ihr euch dann noch einen Siegelbrief mitbestellt. Dann muss der Siegelbrief ja noch gesiegelt werden. Das muss das auch noch mit dem Wachs gemacht werden. Also das dauert schon extrem lange, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wie gesagt, heute wurde 99,9% abgeholt. Es gibt 2, da hat die Hausnummer gefehlt, da muss ich jetzt nochmal schreiben. So Kleinigkeiten, das muss heute noch geklärt werden. Aber im Großen und Ganzen sind eigentlich jetzt wirklich fast alle abgearbeitet. Ich bin super erleichtert. Es sind noch einige Adventskalender da. Ich glaube aber, das kann man vielleicht an, ich würde mal sagen, noch 20 Stück oder so. Das ist wirklich fast nichts mehr. Nee. Der vom 22. Adventskalender, da sind, glaube ich, sogar nur noch 3 Stück da. Ja. Und dann ist alles ausverkauft. Das heißt, ihr habt wirklich richtig, richtig gut uns die Woche beschäftigt. Ja, aber man muss das nochmal der Richtigkeit halber sagen, ja nicht nur die Woche, die letzten 2 Monate, denn die Kalender haben wir über die letzten 2 Monate immer gefaltet, das war schon enorm. Das schafft man gar nicht, also diese Vielzahl, diese hunderten Kalender, das schaffst du gar nicht innerhalb von einer Woche. Das haben wir jetzt aber gut geschafft. Glücklicherweise war das unsere Woche, in der ich so ein bisschen Zwangsurlaub hatte. Weil sein Laptop kaputt ist. Ihr habt es mitbekommen, mein Laptop hat am Dienstag, als wir hier Feiertag gemacht haben, die Grätsche gemacht. Wir und haben keinen Feiertag gemacht. Wir hatten ihn, aber also hier Feiertag in Brandenburg und in vielen Bundesländern war ebenfalls Feiertag. Und demnach musste ich dann nach Berlin reinfahren, den Computer abgeben. Aber ihr kennt ja meine Arbeit. Meine Arbeit passiert ja zu 99,9% an diesem Computer. Und da sind alle Kooperationen drauf gewesen, die jetzt in den nächsten Tagen anstehen. Meine Arbeit, mein Versand von meinen Produkten, also alles auf diesem Computer. Und jetzt sitze ich mit meinem kleinen 2014er MacBook da und tippe da wie eine kleine Maus rum. Aber eventuell kann ich ihn morgen schon abholen. Was halt auch viel wilder ist, letztendlich haben wir ja viele Bauprojekte hier im Haus. Es kommen auch ausführliche Videos noch dazu, aber eigentlich kann man das wirklich jetzt so sagen, alle Bauprojekte, die für bis März geplant waren, kommen alle im November auf uns zu. Also ich kann euch das heute mal, ja, heute geht es quasi schon los, ich kann euch das mal erklären. Die Gastherme, wir haben ja eine neue Eco-Gastherme uns bestellt.
Die sollte erst im März eingebaut werden. Die wurde jetzt Ende November eingebaut. Nächste Woche kommen schon die Teile. Ja. Die Türen sollten ja geschliffen, lackiert und grundiert werden. Auch erst Ende Dezember, Januar. Die werden auch im November gemacht. Und zu guter Letzt haben wir ja unsere Badewanne gefliest. Und jetzt soll ja noch die Dusche gefliest werden. Und das wird auch im November passieren. Ja. Das ist also... Also drei riesengroße Baustellen, die diesen Monat schon erledigt sein werden wahrscheinlich. Was super, super gut ist. Es geht heute tatsächlich schon mit den Türen los. Auch. Aber das wissen wir noch nicht so genau. Wir wissen es noch nicht, aber auf jeden Fall kommt der Kollege heute und wollte... Vorbeikommen. Entweder weil wir nett sind, um mit uns einen Kaffee zu trinken, oder weil er vielleicht was ausmessen muss. Ich weiß es nicht so genau. Wir werden es abwarten. Wir sind ja zu Hause. Ja. Und das war aber schon wirklich eine wilde Zeit. Und als ich heute mal so auf den Kalender geguckt habe, war ich echt überrascht, dass wir schon im November sind. Ja, schau dir die Trompete an, die ist gelb mit. Ja, und der Schnee liegt schon fernöstlich. In Cottbus liegt Schnee. Ja, auf jeden Fall alles sehr wild. Und dazu halt noch diese enorme Videoproduktion. Ne? Das stimmt, das kommt noch dazu. Da hast du dann natürlich im Moment deutlich mehr als ich, weil ich halt einfach nichts machen kann. Du kannst ja auch Trash-News machen. Mit Maxi. Trash-Reporter, Mitarbeiter 2. Ja. Nach Luki. Und Liam. Ja. Also ihr merkt, es war wirklich sehr, sehr viel los. Jetzt steht das Wochenende aber wieder vor der Tür. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wenn wir jetzt wirklich diese Haupt... Oh, nee. Wir sind ja noch gar nicht durch mit den arbeitsintensiven Sachen. Ich habe ja auch noch was in der Tasche. Ja, Maxim hat auch noch einen Launch für euch. Ich habe auch noch, also ich glaube, das ist der größte Launch, den wir hatten. Ich. Und am Dienstag fahre ich in einen ganz, ganz tollen Ort, wo ich die Fotos machen kann. Das ist natürlich auch super umfangreich, weil ich kann natürlich nicht mit 10 verschiedenen Lampen, Kameras und Stirumchen, wollte ich schon sagen, wie heißt das? Requisiten einfach irgendwo aufkreuzen und random Fotos machen, sondern ich muss das ja auch besprechen. Ich muss das vorher planen, ich muss ein Konzept machen. Das passiert jetzt alles Dienstag, weil ich Hoffnung habe, dass ich Montag den Computer abholen kann. Ich muss aber auch noch einkaufen gehen, weil ich am Freitag nach Paris gehe. Ohne mich? Ohne Danny. Ja, ich bleib mal wieder hier. Aber ich bin ja mittlerweile, wartet mal, 7, 14, 21, ich bin auf 25 Videos die Woche. Das sind 100 Videos im Monat. Habe ich das richtig gerechnet? Warte mal, 3 Videos am Tag mal 7 sind 7, 14, 21 plus die 4 in der Woche auf dem Hauptkanal sind 25. Und dann das 4 Wochen sind 100 Videos. Ja, also wenn ihr mehr von ich kann's ja selber nicht glauben. Wenn ihr mehr von Danny sehen wollt, seht ihr. Ja, auf dem Trash-Kanal ist echt eine Menge los. Aber man muss halt auch dazu sagen, es sind aktuell sehr interessante Themen. Das läuft halt wirklich sehr, sehr gut. Und hier auf dem Hauptkanal, ich meine, hier geht's halt langsam weiter. Ne? Das ist so ein bisschen wie wenn Danny zu Aldi läuft, geht halt alles ein bisschen langsamer voran. Und wenn Maxim zu Penny geht, dann habt ihr mehr so den Trash-Kanal von der Geschwindigkeit. Das stimmt, ja. 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 Vergleiche mit denen. Ja, meine Lieben, so sieht's aus. Bei uns alles sehr entspannt. Wir starten auf jeden Fall mit guter Laune ins Wochenende. Wir hoffen, dass ihr das auch tut. Passt auf euch auf, lasst euch nicht ärgern. Sowieso nicht. Und startet mal so langsam in die Vorweihnachtszeit. Ich finde, das kann man schon langsam machen. Emotional zumindest. Man muss noch nicht schmücken, man muss noch nicht so viel machen, aber jetzt hat man halt schon noch ein bisschen Zeit, um vielleicht Geschenke zu machen, um einfach ein bisschen runterzukommen. Ja. Und wenn ihr noch einen Adventskalender haben wollt, dann seid schnell, ansonsten wird es traurig werden. Ja. Meine Lieben, wir sagen jetzt Tschüss.